Fliemann bei unserem Reportagemagazin Arte Europa. Die meisten Menschen schlafen, wenn es draußen Nacht ist, aber nicht alle. Nachtleben, unser Thema heute. Auf dem Köln-Bonner Frachtflughafen herrscht nachts Hochbetrieb, ob's stürmt oder schneit. Aber nicht alle mögen das. Warschauer Winternächte sind nicht nur lang für die Nachtschwärmer, sie sind auch besonders unangenehm für die Obdachlosen. Auf Spitzbergen wird im Winter auch der Tag zur Nacht. Und die Menschen haben gelernt, etwas daraus zu machen. Die Polarnacht, unsere erste Reportage. Seit Wochen ist der Hafen von Longyearbyen zugefroren. Längst haben alle Schiffe die Hauptstadt von Spitzbergen verlassen. Nur die Jan Mayen an Kai Nummer 4 ist ein sehr verspäteter Zugvogel. Tagelang hat die Besatzung auf ein Ersatzteil gewartet. Jetzt ist es gekommen. Heute wird die Jan Mayen den Hafen endlich verlassen, zum letztmöglichen Zeitpunkt. Das Eis wird jetzt mächtig. Spätestens in einer Woche ist der Seeweg nach Norwegen für Monate blockiert. Am 25. Oktober ist die Sonne hinter dem Horizont verschwunden. Das nächste Mal zeigt sie sich Ende Februar für wenige Minuten. Diese vier dunklen Monate, das ist die Polarnacht. Nirgendwo in Europa kann man sie besser erleben als hier auf Svalbard. So heißt Spitzbergen norwegisch korrekt und Svalbard, das bedeutet kalte Küste. In seinem umgebauten Bootshaus treffen wir den Spitzbergen-Veteranen Björn Anders Nymoen. Seit 10 Jahren lebt der 29-jährige Musiker in Longyearbyen. Und wie fast alle Spitzbergener stammt Björn nicht von hier, sondern aus der Nähe Oslos. Er ist im arktischen Norden vollkommen verfallen. Als Mensch bist du klein. Du bist wirklich winzig. Es fasziniert mich sehr, die Elemente hier zu spüren. Sich als kleines Teil in dem großen Ganzen zu fühlen. Something bigger. Ja. Das Beste an Spitzbergen, findet Björn, ist die Polarnacht. Ist blue. Sie ist blau. My favorite color. In meiner Lieblingsfarbe also. Silence. Die Stille. Ich kann Musik in ihr hören. Und die versuche ich dann aus meinen Impressionen zu komponieren. Sie ist fantastisch. Ist fantastisch. Wir fahren durch die fantastische, blaue und gefährliche Polarnacht. 2500 Menschen leben auf den Inseln im Eismeer und etwa genauso viele Eisbären. Das Straßenschild warnt ausdrücklich, Eisbären gibt es überall auf Spitzbergen. Wir sind zur Svalbard-Butik gefahren, dem größten Laden in Longyearbyen. Ein Schild an der Tür verbietet die Mitnahme der persönlichen Eisbärenflinte, die man außerhalb der Stadt stets bei sich tragen muss. Fast alles kann man hier kaufen, steuervergünstigten Alkohol ebenso wie Waffen oder Neopren-Gesichtsmasken gegen die Kälte. Dazu Kitsch in nahezu jeder Farbe und meist in Form von Eisbären. Batterien von Lebertranflaschen und Vitaminpillen verweisen darauf, dass der Nordpol gerade einmal 1300 Kilometer entfernt liegt. Im Björndalen, dem Bärental, begegnen wir zwei Polarnachttouristen. Oshild Dahle und Justein Sander sind im extremen Winter extra aus Mittelnorwegen nachgereist. Justein glaubt, die Polarnacht habe großen Einfluss auf die hiesige Gesellschaft. Das Klima und diese Landschaft verändern die Menschen hier ein bisschen. Sie sind sehr offen und sie müssen zusammenhalten und kreativ sein, um hier gut leben zu können. Allein schon wegen der großen Entfernung zu allen anderen. Mitteleuropäische Vorurteile, die Polarnacht sei schwarz, stimmen nicht. Sie schimmert in allen Blautönen. Das zweite Vorurteil allerdings stimmt. Es ist kalt, sehr kalt, heute minus 30 Grad. Björn Nymoen, der Musiker, arbeitet auch als Naturführer für Touristen. Björn hat uns zu einer Tour eingeladen. Wir wollen zur berühmten Eisgrotte fahren. Müssen wir denn wirklich das Gewehr und die Signalpistole mitnehmen, fragen wir Björn. Auf Spitzbergen besteht immer die Möglichkeit, auf Eisbären zu treffen. Und zwar überall. Ich nehme diese Waffe mit, um mich notfalls verteidigen zu können.
Hast du persönlich schon einmal schlechte Erfahrungen mit einem Eisbären gemacht? Binnen 10 Jahren hatte ich nur eine einzige unerfreuliche Begegnung mit einem Eisbären, einem von insgesamt etwa 200. Das ist doch nicht schlecht. Nein, das ist in der Tat nicht schlecht. Trotzdem sehen wir dem Trip mit gemischten Gefühlen und einer gewissen Spannung entgegen. Hier im Materiallager ist es doch schön warm und sicher. Am nächsten Morgen, die total eingefrorenen Schneescooter müssen mit Zündkabeln ferngestartet werden, minus 32 Grad. Björn und sein Freund Øyvind fahren uns, beide haben ihre Eisbärenflinte griffbereit zur Hand. Um 11 Uhr geht es los, der mittägliche Himmel strahlt. Vor einem Monat erst war es um diese Tageszeit noch pechschwarz. Das Ziel unserer Reise ist nur in der Polarnacht erkundbar. In dieser Gletscherspalte gefrieren jedes Jahr tausende Kubikmeter Schmelzwasser zu neuen, bizarren Formen. Björn kennt hier jeden Winkel. Er kommt oft her, schaltet seine Stirnlampe ab und lässt sich von der dunklen Stille zu neuen Kompositionen anregen. Heute allerdings bleibt dafür keine Zeit. Wir müssen zurück nach Longyearbyen. Seit Tagen fiebert die ganze Stadt dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Januars entgegen. Traditionell trinkt man das erste Sonnenterrassenbier des Jahres am letzten Samstag im Januar. Draußen, versteht sich. Von minus 27 Grad Celsius lässt sich der Spitzbergener die prächtige Laune nicht verderben. Allerdings gilt es, das Bier schnell zu trinken, andernfalls hat man in Eis investiert. Björns Freund Øyvind hat trotzdem ein Problem mit der Polarnacht. Naja, jeden Tag hast du 2 Minuten, wo du denkst, verdammt, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Vielleicht bin ja nur ich so. Aber ich weiß nicht, wie die anderen hier darüber denken. Es ist Øyvinds erste Polarnacht. Björn hat sie jetzt schon 10-mal durchgestanden. Er wird sich weiter von der grandiosen Landschaft inspirieren lassen und trotz wachsenden Erfolgs als Musiker Spitzbergen und der Polarnacht treu bleiben.